Ich bin die Sonja, bin 26, arbeite im Clever Fit in Krems und interessiere mich für Sport und Fitness, Ernährung. Mein Name ist Stefan Falkner, ich bin 23 Jahre alt, arbeite im Clever Fit Wien Penzing und bin Dualstudent und auch Clubmanager in dem Standort. Ich wollte einfach mein Hobby zum Beruf machen, also Fitness war immer mein Hobby. Und da dachte ich mir, ich will das gern zu meinem Beruf machen und anderen Menschen bei ihren Zielen helfen. Ja, das war immer mein Ding. Also meine Interessen sind auf jeden Fall alle sportlichen Tätigkeiten, sei es Skifahren, Laufen gehen oder halt eben auch Kraftsport. Und ansonsten lese ich in meiner Freizeit recht gern, bilde mich weiter in den Bereichen Marketing. Also Clever Fit unterscheidet von anderen Mitbewerbern, dass wir einfach eine familiäre Atmosphäre haben, wir gehen immer auf unsere Mitglieder ein, wir versuchen wirklich mit den Mitgliedern ihre Ziele zu erreichen, also wir bieten wirklich gutes Service. Ich denke, das ist ein großer Teil, was das ausmacht. Also einerseits natürlich Fitness ist ein Thema, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftige. Das heißt, ich habe mir gedacht, wenn ich das in der Freizeit schon mache, dann ist es umso besser, wenn ich es dann auch beruflich machen kann. So hat sich das dann recht gut ergeben. Ich habe beim Mutterschiff, haben wir das immer genannt, das Studio, bei der Marie-Hilfer-Straße begonnen. Dann war ich dort, wurde gleich mal so eingeschult, mir wurde gleich mal alles gezeigt. Dann waren auch die ersten potenziellen Kunden da, mit denen ich halt dann auch geredet habe und so weiter. Und war halt auch ein bisschen überrascht, wie gut das Ganze funktioniert und dass mir das eigentlich noch mehr Spaß macht, als ich dachte. Service ist für mich, auf die Mitglieder einzugehen, zum Beispiel immer auf der Trainingsfläche präsent zu sein, wenn die Mitglieder Fragen haben, dass wir darauf eingehen und ihnen die Fragen gut beantworten können, dass die Hygiene passt, also dass wir sich wirklich, wenn ein Mitglied zu uns ins Studio kommt, das muss sich einfach wohlfühlen. Also es ist schwer zu sagen, jetzt eine Sache rauszusuchen. Es ist einfach das Gesamtpaket, finde ich, dass man mit Menschen zu tun hat, dass man einfach viel Spaß hat bei der Arbeit. Das ist einfach wirklich das Gesamtpaket, was mir an meinem Job gefällt. Ich sehe es eigentlich nicht so wirklich als Job, sondern eigentlich mehr als Freizeit, weil es ist genau das, was ich in der Freizeit auch machen würde, ist dann einfach wirklich die Resultate zu sehen von den Leuten, denen man hilft. Also wovon man natürlich ausgeht, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich mega gut auskennt im Bereich Trainingslehre, vielleicht auch Ernährungswissenschaften, dass man die dann so quasi machen kann und sich dann mega gut danach dann halt auch auskennt. Ja, das heißt einerseits natürlich im Fitnessbereich das Wissen ist wichtig, sondern ich finde persönlich so das Wichtigste ist einfach wirklich diese Menschenkenntnis, die Empathie, sich wirklich mit den Menschen auseinandersetzen zu wollen, mit den Mitgliedern, einfach persönlich Ziele erreichen wollen. Ich war früher immer sehr schüchtern, immer sehr zurückhaltend. Da konnte ich im Clever Fit eben ein bisschen das steigern. Also ich konnte mich in dem Punkt weiterentwickeln. Ich gehe jetzt gerne auf Menschen zu, es macht mir Spaß. Und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wo ich mich sehr weiterentwickelt habe. Einerseits durch Studium wurde ich dann natürlich besser, andererseits auch durch die Erfahrung als Clubmanager hat mir das auch viel gebracht. Und was mir sonst noch, wo ich sonst wirklich, wirklich viel gelernt habe, ist einfach wirklich dieser Kommunikationsaustausch, die Problemlösung. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall auch der Bereich Management. Ich persönlich habe auch bei den Neueröffnungen mitgearbeitet, da war ich selber dann noch Neueröffnungsmanager, habe es mit sehr, sehr vielen verschiedenen Teammitgliedern kennengelernt und jede Person ist natürlich anders. Und da muss man dann halt auch wissen, wie kann ich richtig agieren, wie kann ich mich da wirklich auch in die Person hineinversetzen, auch dieses persönliche Einfühlvermögen. Meine Aufgaben im Studiobetrieb sind, wenn ich mal zum Beispiel erst beginne, dass ich mal die To-Dos check, was alles zu tun ist, eine Studiorundführung machen und schauen, dass alles am richtigen Platz ist und dass die Hygiene passt. Auch die Ziele, die zum Beispiel die Geschäftsleitung vorgibt, dass die erreicht werden am Ende des Tages. Also Trainingspläne zum Beispiel auch schreiben für die Mitglieder, dass die individuell gestaltet werden und man dann auch eben die Ziele für die Mitglieder erreicht. Und schaut so aus, Daily Business, ich komme mal ins Studio, ja,
Dann trifft man sich mal mit dem Team, das ist so quasi das erste Team-Meeting. Da wird geschaut, was sind die Ziele, also die persönlichen Ziele, die Sales-Goals, die Social-Media-Goals und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann delegiert, das heißt, jeder bekommt dann seine persönlichen Aufgaben, für die ist er dann verantwortlich. Danach gibt es mal eine Runde durchs Studio, da wird jedes Mitglied begrüßt. Und wenn das dann erledigt ist, dann geht es ins Backoffice. Das heißt, da werden dann Sachen gemacht, wie zum Beispiel die Bestellungen per Mail rausgeschickt, Upgrades vielleicht für Studio bestellt, ja, mit dem Techniker kommuniziert oder eben auch zum Beispiel der Dienstplan dann fertiggestellt. Dinge, die mich begeistern im Studiobetrieb, sind auf jeden Fall zum Beispiel die Tatsache, wenn ich jetzt einen Trainingsplan verfasse und ich dann merke, dass das Mitglied das Ziele erreicht, die er erreichen wollte zum Beispiel. Das ist wirklich das, was mich begeistert, dass man die Mitglieder in ihrem Weg begleiten kann. Auch, dass man zum Beispiel, wenn man in die Arbeit kommt, es sich nicht wirklich anfühlt wie Arbeit. Was mich begeistert im Studio ist einerseits natürlich diese familiäre Umgang, den ich persönlich so noch nie so stark erlebt habe. Ja. Das zweite ist das persönliche Wissen im Bereich Trainingswissenschaften, Ernährungswissenschaften und so weiter auch wirklich anwenden zu können. Und das dritte ist auch einfach zu sehen, diese Resultate, die Mitglieder dann haben, ja, die man vielleicht auch selbst dann hat, ja, wenn man halt wirklich so eine kontinuierliche Betreuung hat, wie zum Beispiel durch diese One-to-One-Coachings im Personal Training. Dinge, die mich fordern im Betrieb, sind auf jeden Fall zum Beispiel die Ziele zu erreichen. Dass wir vorgegebene Ziele haben und am Tagesende will man sie auch erreicht haben. Das ist dann auch quasi so eine Motivation. Oder auch unter den Mitarbeitern machen wir quasi so Challenges, wer schafft mehr. Das ist auch ein bisschen fordernd, ist auch ein bisschen Spaß dabei. Und was mich auch fordert, auch als duale Studentin, da hat man ja auch die Möglichkeit, den Studioleiter zu vertreten, wenn er im Urlaub ist, dass da der Studiobetrieb auch quasi laufen muss, dass da alles passen muss, dass man sich da ein bisschen beweisen muss, dass das auch ohne Studioleiter funktioniert. Was mich persönlich am meisten gefordert hat, ist, dass ich dann wirklich dann Clubmanager geworden bin und in ein schon bestehendes Team gekommen bin, ja, als Neuling so quasi, hat dann aber eigentlich dann recht schnell sehr gut auch funktioniert. Und ansonsten, was vielleicht auch ein bisschen fordernd ist, ist, die richtigen Bewerber auszusuchen, die dann auch wirklich gut zum Team passen und vor allem, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von mir, dass ich sage, ich persönlich will ersetzbar sein. Das heißt, dass auch wenn ich nicht da bin, alles genauso gut läuft, wie wenn ich da bin. Ja. Also das ist auch so ein bisschen ein Punkt, der vielleicht manchmal fordern kann, ja. Aber wenn man wirklich dahinter ist, dann kann man das auch meistern. Das nennt sich ein duales Studium, das heißt, es ist ein Fernstudium. Du arbeitest 40 Stunden im Studio und nebenbei tust du eben studieren. Und im Studio sammelst du deine Praxis und im Studium dann logischerweise die Theorie. Und es kann sein, dass du dann zum Beispiel einmal im Monat in die Uni fahren musst und dort deine Praxisseminare belegen musst und zu den Prüfungen natürlich hinfahren musst. Das zählt dann aber auch als Arbeitszeit. Und du kriegst natürlich dein normales Geld ausbezahlt, aber studierst nebenbei. Also es ist ein quasi bezahltes Studium. Nach dem Studium bin ich dann Bachelor of Arts in Fitnesswissenschaften und Fitnessökonomie und kann dann zum Beispiel in Fitnessstudios arbeiten, aber ich könnte mich auch selbstständig machen. Nach meinem Studium habe ich dann die Möglichkeiten, zum Beispiel in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen zu arbeiten, da ich auch einen Großteil Management-Seminaren besucht habe oder eben in Gesundheitsbereich, solche Sachen und es ist dann auf jeden Fall breit gefächert. Du könntest auch zum Beispiel, wenn du fertig mit dem Studium bist, sagen, okay, ich bleibe jetzt bei CleverFit und möchte jetzt Studioleitung werden oder mehr, dann kannst du dich da auch bewerben. Also nach meinem Studium habe ich dann auf jeden Fall die Möglichkeit, zum Beispiel in einem Wirtschaftsbereich zu arbeiten oder im Gesundheitsbereich. Mein persönliches Ziel ist jedoch, dass ich in eine Managementposition komme, dadurch, dass das mit meinem Studium eben möglich ist. Also im Grunde das Tolle ist aber CleverFit, beziehungsweise auch durch diese schnelle Expansion, die ja auch nur durch diesen Erfolg funktioniert, ja, dass immer neue Bereiche geschaffen werden. Also vielleicht gibt es irgendeinen Bereich, den es noch gar nicht gibt, der mir aber extrem viel Spaß machen wird, den ich dann machen werde in der Zukunft. Auf jeden Fall, was für mich natürlich auch so quasi das Main Goal ist, dann halt wirklich selber dann ein Franchise-Unternehmen so quasi zu haben und ja, ein eigenes Franchise dann zu betreiben.